Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video die Kleinspannungsmessung mit Hilfe des Duspol Digital von Benning. Dazu habe ich einige Batterien und Akkus mit einem Multimeter durchgemessen, die entsprechenden Spannungswerte daneben geschrieben und werde diese Werte nun mit dem Duspol Digital von Benning überprüfen. Der Duspol Digital muss zunächst dafür in die Betriebsart Kleinspannungsmessung geschaltet werden. Dazu hält man die Prüfspitzen zusammen, drückt dreimal die rechte Taste, bis der Duspol Low U anzeigt. Nun kann man für einige Zeit die Spannung messen. An dieser Batterie sollten 9,5 Volt anstehen. Der Duspol zeigt 9,7 an. An diesem sehr alten Akku 1,8. Hier sehen wir schon einen Nachteil des Duspol Digital. Er schaltet nämlich nach 10 Sekunden bereits in seine Grundstellung zurück. Ich muss also jetzt schon wieder hergehen und den entsprechenden Messbereich einstellen. Low U. Er zeigt 1,8 Volt an, das ist richtig. Diese uralte Blockbatterie hat nur noch eine Spannung von 0,69 Volt. Hier zeigt er gar nichts an. Die Knopfzelle 3,3 Volt. Auch hier hat er sich schon wieder zurückgestellt. Muss wieder zurückschalten in Low U 3,3 Volt. Die werden exakt angezeigt. Eine Batterie 1,59 Volt. 1,5. Ein Akku 1,33. 1,2, 1,3, eine alte Batterie. Auch hier hat er sich schon wieder zurückgestellt. Low U. Volt. Und schließlich eine kleine 3A-Batterie. 1,6 Volt. Hier zeigt er 1,5 Volt an. Ja, Sie sehen, das ist durchaus schwierig, mit dem Duspol Digital eine Kleinspannung zu messen, da er sich sehr schnell wieder in seine Grundstellung zurückstellt. Das finde ich durchaus nachteilig. Es ist auch möglich, mit dem Duspol Digital kleine Wechselspannung zu messen. Der Duspol erkennt in der entsprechenden Stellung selbstständig, ob es sich um eine Wechsel- oder Gleichspannung handelt. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.